Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und England. Nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Unter dem Video findet ihr ein paar Links zu Programmkalendern und da steht drin, wann welches Video kommt. Denn nächste Woche wird Europa Universalis 4 zu meinem Let's Play, zu einem richtigen Let's Play werden. Ich denke, Europa Universalis ist bereit dafür. Das heißt, nächste Woche gibt es kein Europa Universalis 4, dafür gibt es Stellaris. Und alle zwei Wochen jetzt im Wechsel. Das bedeutet, Europa Universalis 4 läuft ab jetzt um 16 Uhr und fängt wieder an am 24. Mai und dann alle zwei Wochen. Okay, gut. Ich werde es in der Folge von morgen auch nochmal sagen, damit es alle wissen. Gut, lasst uns weiterspielen. Wir sind am Kolonisieren und wir haben... Wie bitte? Labour. Wir könnten mal schreiben, wie man das ausspricht. Labour? Labour? Ist es Labour? Als ihren Besitz zu beanspruchen? Wo ist das denn überhaupt? Ach, da unten. Oje, 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 oje. Da gibt es aber ganz schön viele Ansprüche. Okay, na gut. Müssen wir durch. Übrigens, unsere Schiffe hier oben sind nicht so viel übrig. Da sind bei der Überfahrt am Ende wahrscheinlich echt 1000 Mann gestorben. Boah, das ist schon heftig. Aber gut. Okay, mein Gott, wer hat gesagt, dass es in der englischen Armee ein Zuckerschlecken wird? Also, das wäre ja auch übertrieben. Was ist denn hier los? Wir gucken mal, wie sieht's hier aus? Wie viel sind noch übrig? 2000. Oh Gott. Oh Mann, wir haben gehört. Ach, du ahnst es nicht. Auch noch ein goldenes Zeitalter. Moral, Flotte, Machtkosten. Ich weiß gar nicht wann. Wir könnten das auch machen. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich das eigentlich noch nicht machen. Und ich kann euch sogar sagen, warum. Denn ich möchte das goldene Zeitalter beginnen. Klar, 50 Jahre, richtig. Aber ich glaube, es wird eine Phase, also mein Plan ist das folgende. Es wird dann eine Phase des Kriegs geben. Die wird wahrscheinlich so in 20, 30 Jahren beginnen. Da werden wir sehr viele Kriege führen. Da werden wir innerpolitische Kriege führen. Da werden wir Kriege führen, Entschuldigung, verzeiht bitte, gegen andere Länder, um unsere Religion zu stärken. Wir werden Kriege führen gegen Frankreich. Und dann brauchen wir die Moral plus 10%, die Güter, Absolutismus und so weiter und so fort. Vorher würde ich das nicht machen, damit wir wirklich nach hinten raus genügend Zeit haben. Ich hoffe, dass das kein Problem ist. Ihr seht hier, es ist nicht wie bei Ziff, dass wir alle Nase lang so ein Ding bekommen. Es ist genau einmal und ich glaube, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und wenn wir das durchhaben, wir sind protestantisch oder angelsächsisch in dem Fall und wir sind... wir haben diese Kriege in Europa überstanden, haben unsere Herrschaft gesichert, dann glaube ich, sind wir nur noch in Kriegen überkolonial unterwegs mit Schiffen und dann ist es für mich persönlich eher eine Schlacht der Navies. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, Moral der Flotte, aber bis dahin sind wir hoffentlich technisch so weit voraus, dass wir das schaffen. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gesammelt. Lasst uns weiterspielen, wir machen es nicht. Kardinalminister. Einer der Kardinäle in England erwies sich als geschickter Verwalter und steht dem König bereits mit gutem Rat zur Seite. Ihn zu diesem Zeitpunkt als Minister in unserer Regierung zu nennen, wäre lediglich eine Formalität. Nichtsdestotrotz jedoch eine wichtige Formalität, da er noch viel mächtiger werden kann. Ein Kardinal in unseren Diensten zu haben, würde sich sicherlich glaubwürdig beim Papst, würde sicherlich Glaubwürdigkeit beim Papst verschaffen. Oh, das, ja... Und das Gefühl stärken, dass England in allerletzter Linie ein katholisches Land ist. Ja, noch. Er hat uns bisher gut geholfen. Der Klerus erlangt 5 Einfluss. Mhm. Oh. Finde ich ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht schlecht. 10 Prestige wäre ja auch nicht so schlecht. Da sind wir nicht so gut. Wie sieht es denn mit dem Einfluss überhaupt aus bei uns? Loyalität. Ah, wir wären dann bei 50%. Ich bin mir nicht sicher, ob dann eine neue Stufe gezündet wird.
Ich glaube, bei Loyalität war das. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Einfluss würde mir schon gefallen, 50%. In der Hoffnung, dass sie dann noch mehr Loyalität bekommen. Ich glaube aber nicht. Wir machen das. Ich denke, das kann für uns nur Vorteile haben. Okay, gut, weiter geht's. Ich bin übrigens auch gespannt, wann wir dahin kommen. Das dauert ja hier noch ein bisschen. Eure Einheiten haben Verlust erlitten. Ach nein. Ernsthaft? 2000 Mann sind noch da. Oh, 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 oh. Eieieiei. Na gut. Können wir das eigentlich jetzt kolonisieren? Nee, immer noch nicht. Edward IV. Ist nun... Er ist Verhandlungspartner. Das ist nicht schlecht. Moment. Ein Befehlshaber ist gestorben. Mein König, wir haben... Nein! Nein! Oh nein. Mein König, wir haben schlechte Nachrichten. General Samuel Smith ist tot. Samuel Smith hat uns treu gedient für solch einen Koloss des Schlachtfelds. Ist nur ein glorreiches Begräbnis. Richtig, ja. Samuel Smith hat fast im Alleingang Schottland besiegt. Das ist jetzt natürlich echt nicht gut. Die Armee hat mit Drillen aufgehört. Ja, das ist jetzt natürlich echt doof. Wie sieht es hier aus? Die sind wahrscheinlich alle beschädigt. Genau, die lassen wir erstmal reparieren. Die brauchen wir woanders im Moment nicht. Und, au, die haben natürlich... Eieieiei. Wenn die Bock auf Krieg haben, wenn die Bock auf Ärger haben... Da kommen wir mit unseren 3000 Mann nicht gegen an. Nun gut. Zumindest haben wir hier schon mal ein bisschen was. Wogegen wir uns zumindest verteidigen können. Okay. Tja, Samuel Smith. Das ist jetzt echt, das ist echt nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen jetzt nämlich 50 Machtpunkte ausgeben. Und uns einen neuen Anführer holen zwischen 4 und 11. Mal gucken, ob wir einen guten bekommen. Lawrence. Nein. Samuel Warwick. Guy de Clifford. Nein. Alfred Somerset. Nein. Jeremy Cornwallis auch nicht. William Uxbridge, John Byron, Charles James Uxbridge. Henry Somerset, Arthur Button, nein. Buckingham, na, guck, das hört sich, der hört sich doch nach was an. Das ist der gute George Buckingham. Zack, und, gut. Er ist beim Nahkampf relativ gut, Fernkampf, Anführer. Aber auch, wir haben unseren, also wir haben jetzt keinen, der mehr gut belagert. Ja. Aber zumindest ein Zweier-General. Nun gut. Drill aktivieren. Und wir sind jetzt ein bisschen im Minus. Das liegt allerdings auch natürlich daran, dass wir jetzt mordsmäßig viel für unsere Armee ausgeben. Aber das wird sich hoffentlich bald erledigen. So. Die Schiffe können wir jetzt mal hier rüberziehen. Die sind eigentlich auch soweit repariert. Wo unsere Schiffe liegen. Wir schicken die mal nach London. Zack. So. Dann sollten wir da auch wieder bei dem Flottenunterhalt ein bisschen runtergehen. Mein König! Burgund hat damit begonnen, Hamburg zu beeinflussen. Okay, das ist uns nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, Burgund hat ein goldenes Zeitalter. Das ist auf der anderen Seite auch nicht so schön. Die Nazca-Pi-Ureinwohner bitten um katholische Konvertierung. Wir haben es uns schon immer zur Aufgabe gemacht, den Handel zwischen unserem Volk und den fremden Völkern der neuen Welt zu propagieren. In letzter Zeit sind jedoch die Inui Nazca-Pi-Händler aus an uns herangetreten und bitten nicht um Nahrung oder medizinische Versorgung, sondern um Symbole und Werkzeuge zur Verehrung des katholischen Glaubens. Einige von ihnen bitten sogar um die Priesterweihe, damit sie den Glauben in ihren Stamm verbreiten können. Oh, wenn wir dies akzeptieren, werden wir mit dem Inui Nazca-Pi-Volk im Glauben vereint sein. Riskieren jedoch die traditionelle Totemmischung mit Glied ihres Stammes zu verärgern. Ja, wurscht. Eingeborene erhält 2 Feindlichkeit. Das kommt gar nicht in Frage. Wir werden natürlich sagen, willkommen, Glaubensgeschwister. Wir sind ja noch
Treuglaube an den König, ja, also da kommt nicht in Frage hier. So, das sieht doch gut aus. Plus 100, ja, sehr schön. Ist die Kolonie hier unten jetzt fertig eigentlich? Ach, du ahnst es nicht. Guckt euch das an. Der wird's hier wissen, ne? Der wird's echt wissen. Steigert das eigentlich unsere Kolonialreichweite? Ja. Ah, nee, tatsächlich nicht. Na gut. Aber der Spanier wird's echt wissen. Naja. So. Weiter geht's. Annexion, okay, vielleicht auch nicht. Ah, Orléans. Ja. Jetzt fehlt noch die Bretagne und dann ist Frankreich tatsächlich bald bei voller Größe angelangt. Krass. Jawohl, dann machen wir weiter. Bin schon sehr gespannt, wann unsere Kolonie fertig ist. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Woche erleben. Wahrscheinlich eher in den nächsten. Aber zumindest haben wir hier schon mal 3000 Mann, die in Avalon stehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Landshut hat einen Kardinal. Genau, wie sieht es überhaupt aus hier unten? 23. Haben wir. Wir sind gleich auf mit dem Kirchenstaat. Na, wir können uns leider keinen weiteren Papsteinfluss jetzt erlauben. Mehr Geld haben wir nicht. So, aber... Nein! Hugh Cumberland ist tot. Oh Mann. Was ist denn hier heute los, ey? In welcher Flotte war der denn? In der Transport Fleet nicht. In der Home Fleet nicht. Doch, der war in der Home Fleet, ne? Tja, dann müssen wir uns einen neuen holen. Ein Admiral rekrutieren, jawohl. Was wollen wir tun? Horatio Ho, nee. Archibald Fairfax oder Edmund Buckingham, das finde ich gut. Ist der Bruder von unserem General. Den nehmen wir, zack. Oh, wow. Ein Sechser beim Nahkampf und ein guter, aber keine Werte beim Fernkampf. Naja, okay, mit den kleinen Schiffen vielleicht gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Zwei Sterne, General. Ja, schick. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, den Handel zu schützen. So, unsere 20 Schiffe sind zurück in England. Sind in London, wurden repariert. Wunderbar. Unsere Truppen sind am Trainieren. Und wir können eigentlich, wir sind wieder im Plus. Sehr schön. Dann können wir die nächsten 2000 Mann uns hier rein rekrutieren. Richard Cromwell hat eine Mission beendet. Erkunde das Karibische Meer. Das bekannte Gebiet wurde eurer Karte hinzugefügt. Das gucken wir uns mal an. Wow. Karibien, das ist von Karibinisch und okay, das gehört nicht zu uns. Das ist alles unbekannt. Wow, das sind ja riesige Reiche hier, die es hier gibt. Wahnsinn. Tampio-Bucht, ist alles zu groß. Da gibt es eins, das ist alles kolonisiert. Hier sind die Spanier. Krass. Okay, na dann wollen wir mal gucken. Den Modifikator in Frage stellen. Der Bürgerautorität ist für den Stand Kelerus abgelaufen. Einfluss beträgt nun minus 10, nur noch 40%. Und der Einfluss der Bürger ist oh Gott. Das ist ja nicht gut. Eieieiei, 70% der Bürger, da müssen wir echt noch dran arbeiten. Das ist mir einen Tuck zu viel. Vielleicht finden wir ja was, was nur auf den Einfluss, was also nur den Einflusswert reduziert. Leider nicht. Birgt alles nur Vorteile. Was wäre denn hier? Regierungslimit, Papsteinfluss, administrative Macht, plus 1 wäre nicht schlecht, wird die Loyalität aber senken und wir verlieren noch mehr Kronland. Das können wir nun wirklich nicht erlauben. Ansonsten auch hier nicht, hat keine weiteren Modifikatoren. Das ist diplomatische Macht. Ja, ich meine, das wäre schon ein mächtiger Modifikator, aber wir können uns nicht erlauben, noch mehr Kronland zu verlieren. Klar, Kronland kriegen wir, habt ihr ja gesagt,
zurück, wenn wir unsere Provinzen stärken. Ich würde aber tatsächlich auch gerne in der Technologie weiterkommen, damit wir da voran sind. Kronland plus 0,2%. Wir könnten London hier ein bisschen weiterbringen. Investiert 55 militärische Macht. Ja. Das können wir machen und bringen hier London auf 10. Das können wir machen. Genau. Und dann nehmen wir unseren Entdecker und schicken ihn bitte. Ja, ist die Frage. Ich denke, wir schippern nochmal durchs Karibische Meer und gucken mal, was es da gibt. Wo fährt er hin? Gucken wir mal. Nee, das war der falsche. Er ist es. Okay, er erkundet das Ganze hier. Da bin ich mal gespannt. Die Bürger mehrerer wichtiger Städte beschuldigen den Klerus der Gier und Faulheit. Die frommen Gemeinden behalten nun als Proteste gegen ein besonders schlimmen Beispiel für Autoritätsmissbrauch durch den Klerus ihre Zehntabgaben ein. Fromme Bürger lehnen sich nun dagegen auf, Zehntabgaben an den Klerus zu leisten, da sie den Klerus als derer unwürdig ansehen. Der Klerus kocht vor Wut. Na, herzlichen Glückwunsch. Da müssen wir sie zum Zahlen zwingen. Bürger, oh, das ist gut. Das ist eigentlich super. Da müssen wir sie dazu zwingen. Zack. Das wird das Ganze ein bisschen stabilisieren hier. 60, 40. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir sind auch fast wieder bei 30%. So. Nein. Jawohl. Wir haben es geschafft. Gold, wir können einen goldenen Bullen erlassen. Meine Kurie. Mein Gott. Moment. Unser Erzbischof berichtet, Gott ist mit uns. Jetzt machen wir erstmal auf Pause. Die Kurie wählte Innocentius den 8. Er ist gegenüber uns loyal, weshalb wir nun die Kurie kontrollieren. Ja. Ja. Sehr gut. Wir sind Papst. Sehr cool. Dass das noch geklappt hat, das gefällt mir doch relativ gut. Aber was wir uns von goldenen Bullen holen, ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Mal ganz davon abgesehen, dass es jetzt noch gar nicht geht, weil wir noch gar nicht genügend Papsteinfluss haben. Sehr schön. Wunderbar. Cool. Dann geht es erstmal weiter. Kronland, da arbeiten wir eigentlich auch dran, obwohl wir auch mal... Wir könnten eigentlich auch hier weitergehen. 7, 4. Wir könnten in... Wo war es denn jetzt? In Kent den einen hier investieren. Zack. Ja. Dann können wir da nochmal investieren. Dann müssten wir fast schon bei den Werten sein. Noch 2 Investitionen, dann sind wir sogar wieder bei 30%. Sehr schön. Und ich würde... Ach komm, das machen wir jetzt. Ist die Frage, wo wir noch investieren. Ich würde sagen, in Norfolk. So. Dann haben wir dieses Thema Kronland auch endlich weg und die Effekte sind vor allen Dingen auch weg dadurch. Wunderbar. Sehr gut. Die Bestie von Sinu. Bevor wir uns der Expedition anschlossen, hatten wir die Geschichten über einen Entdecker namens Hanno gehört, der eine von zotteligen und wilden Menschen bewohnte Insel entdeckt hatte. Hanno unternahm erfolglose Versuche, diese Männer einzufangen. Es wurden jedoch 3 Frauen gefangen genommen. Ihre wilde Natur zwang den Entdecker dazu, sie zu töten. Um Beweise für diese Wilden zu bringen, wurden ihre Häute für den Transport erhalten. Diese Menschen wurden von Übersetzern, die mit Hanno reisten, als Gorilla bezeichnet. Wir vermuten, dass es sich bei der affenartigen Spezies, die wir in Sinu gefunden haben, um diese Gorillas handelt, von denen Hanno sprach. Okay.
Sie können mit einigen Spielereien gezähmt werden. Das kostet uns ein bisschen Geld. Jetzt, das ist jetzt die Frage. Wie würde unser König reagieren? Er ist Verhandlungspartner und ein mutiger Kämpfer und Perfektionist. Ich denke, als Perfektionist und Verhandlungspartner würde er davon ausgehen und Kämpfer, dass wir die natürlich zähmen werden. Ganz klar. Oh, sehr cool. Da gibt es... Naja, eher so Tierchen. Sehr schön. Es läuft, ihr Lieben. Und wie es weitergeht, was wir noch hier erkunden werden und vor allen Dingen, wie es mit unserem Papst weitergeht. Das seht ihr morgen. Macht's gut, bis morgen. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.